Hallo meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar und ich sitze hier mit zwei Drittel von Waving the Guns, Jack Billy Dance. Hallo. Und Dr. Damage. Hallöchen. Schön, dass ihr den Weg hier zu uns ins kulturelle Wohnzimmer nach Leipzig gefunden habt. Wie war die Reise? Regnerisch. Wir sind gestern schon gefahren, am Freitag. Ja, war regnerisch, aber okay. Man fährt ja auch gerne nach Leipzig, ne? Schon, oder? Also ich finde, also guter Einstieg zu dem, was ich eigentlich als erstes sagen wollte, habe ich gestern Nacht drüber nachgedacht, ist dreimal verworfen und mich jetzt für was Einfaches entschieden. Eigentlich wollte ich auch erst anfangen, dass du eine tolle Frisur hast, was den Zuschauern leider auch verweigert bleibt, aber Leipzig so als kultureller Raum, der auch so ein bisschen eurem Paradigma, was ihr in Musik und Mindset propagiert, entspricht, ist doch, denke ich mal, eine wohlempfundene Heimat, oder? Je nachdem, wie die Paradigmen aussehen, aber ich glaube, ich weiß im Groben, was du meinst. Aber ja, wir sind auch divers. Ja, genau, wir nicht. Ja. Nee, Quatsch, aber ich habe mit Leipzig auch tatsächlich eine persönliche Verbindung, auch abseits der Musik, einfach durch Freunde und Bekannte, und auch bevor man schon Auftritte gemacht hat, ging es schon öfter mal nach Leipzig. Und ja. Auf jeden Fall. Ist bei mir auch ähnlich, aber ich habe auf jeden Fall spätestens seit WTG definitiv, also auch hier Freunde gewonnen und sehr gute sogar, und da ist eine gute Freundschaft entstanden und die versucht man halt auch gerne zu pflegen, und außerdem ist Leipzig auch eine attraktive Stadt, um hier einfach einen Abend zu verbringen. Oder zwei, ja, in eurem Fall. Ja, das ist somit das Geilste, oder? Das Netzwerk, die Menschen dahinter, bei dieser musikalischen Reise. Das ist ein Riesenprivileg. Ja, voll. Ja, ist es ja, aber ich werde jetzt keine Brücke zu dem Song schlagen, das wäre mir dann auch zu rusig. Nee, es war aber auch, ist auch quasi schon meine Songansage für den Abend. Ich werde sowas sagen wie: Das ist ein Privileg. Lasst uns tanzen, Leute. Die Menschen, die heute hierher finden, es ist ja, wir haben ein ausverkauftes Haus. Sowas passiert, wenn KIZ hier gespielt hat, sowas passiert, wenn Audio und Jessin hier spielen. Und die Menschen kommen ja nicht ausschließlich hierher, weil ihnen der Beat so gut gefällt, zu dem sie dann ihre Booties shaken können, sondern sie kommen allem voran, mutmaße ich jetzt mal, du kannst mich korrigieren, auch hierher, weil ihr so ein bisschen den Soundtrack zu ihrer Einstellung von Humanismus, ein Lebensgefühl macht. Wie ist das? Wie ist das, wenn die eigene Musik doch so krass zu einem Credo in Verbindung steht? Ambivalent. Auf der einen Seite freut es natürlich und es berührt auch, wenn... Eigentlich müsste ich erst mit dem negativen Ambivalent. Nee, ich fange mit dem Positiven an. Auch nicht negativ. Nee, also ambivalent in dem Sinne, natürlich freut einen das krass, und man kriegt ja auch Nachrichten von wegen, ihr habt mich irgendwie auch politisch geprägt und so, und das ist für mich, es gibt Kraft und sowas. Auf der anderen Seite ist das dann so ein bisschen dieses Künstlerische, dass ich diesen Soundtrack eigentlich nie so richtig machen wollte. Vielleicht mal am Anfang so ein bisschen, als man das spaßmäßig gemacht hat, aber ich eigentlich einen künstlerischen Anspruch habe, also ich will eigentlich nicht den Soundtrack unbedingt dazu machen. Wenn der das wird, ist das okay. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist so, ich will eigentlich nicht darauf, ich habe immer die Angst davor, dass man dann so darauf reduziert wird, weil inhaltlich hat man das wiedergegeben, was die Leute hören wollten, aber ich hoffe, dass das auch künstlerisch irgendwie so gemacht. Ich habe ja einen Anspruch daran, dass das auch in der Form irgendwie interessant ist, ohne blankes Parolengedresche. So. Deswegen ist das immer ein bisschen ambivalent, weil ich immer denke, ja, ihr habt dann irgendwie unseren Spaßsong, den ihr alle feiert, Du, der halt ein Remix von Bismarcky ist. Ich hoffe, ihr wisst das wenigstens, ihr Banausen. Dann hoffe ich, wenn Leute schreiben, oh, Du ist so mein Song, denke ich, irgendwie 80 andere Songs gemacht, wo ich die meisten textlich deutlich besser finde. Ich finde, ich habe da auch eine Tiefe drin und ich hoffe, dass das ankommt. Wenn nicht, auch egal, Hauptsache ihr zahlt, Alter. Ja, also diese Reduzierung darauf, oder ja, dieses, den Soundtrack für den, was weiß ich, linken Lifestyle oder so zu machen, das würde ich auch sozusagen uncool finden, nur darauf zu reduziert zu werden, aber ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum das Haus heute ausverkauft ist. So, Milli ist halt ein guter Performer, ne, und dementsprechend kann man ihn halt nicht nur, also inhaltlich vielleicht schon, aber nicht nach außen und nicht live, und deswegen kann man das Ganze musikalisch drumherum nicht darauf reduzieren, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Also live abreißen und ja, genau.
Aber es ist ja gut, du sagst gerade, Hauptsache ihr zahlt alle diesen Trademark, den man hat, klar, selbst mit einem Augenzwinkern, ja, der sorgt ja letztendlich dafür, dass die unterschiedlichen Menschen, egal in welchen Abstufungen sie jetzt welcher politischen Gesinnung entsprechen, halt auch dann diesem Trademark folgen. Auch die Leute in der 5., 6. Reihe oder ab 7., 8. Reihe, die sich halt in der Tiefe vielleicht nicht so damit beschäftigen. Ich glaube manchmal, dass die Leute, die ganz hinten stehen, sich in der Tiefe vielleicht noch stärker damit beschäftigen. Aber das ist alles nur... Nicht auf dem Konzert, das war jetzt metaphorisch auf, ja. Weißt du, jemand, der sich wirklich in erster Reihe, in erster Tiefe mit der Musik beschäftigt. Ja, okay. Ach so, meinst du das? Ja, gar nicht räumlich gemeint. Ja, ich wollte irgendwas sagen. Wo waren wir gerade? Ich glaube, dieses Trademark. Also genau, Trademark, das aber gesagt. Wir hatten das gerade die Woche so, dass du bei, tatsächlich kannst du sagen, dass Waving the Guns halt schon so eine Marke ist. Und das sind so bei Überlegungen, weißt du, also versuche auch möglichst nicht arbeiten gehen zu müssen und das über die Musik reinzuholen, was jetzt schon eine Weile einigermaßen klappt. Und das hatten wir neulich gerade das Gespräch, wo es so um Solo-Sachen oder so geht, ne? Wo ich gesagt habe, ich hätte vielleicht mal Bock, mit einem anderen Produzenten was zu machen. Ich will aber gar kein totales Solo-Ding machen, weil auch einfach ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter steckt. Wir hängen so als GbR halt auch zusammen und müssen wir nicht leugnen, dass Waving the Guns als Marke erstmal generell schon mal mehr Umsatz generiert als Milli Dance, weil dieser Name halt überhaupt nicht etabliert ist. So. Und das ist eine Sache, die man, glaube ich, ohne große Geldgeilheit ehrlich sagen kann, dass mein Ziel halt ist, nicht krass viel zu verdienen, sondern dass sich das refinanziert und ich meine Energie da reinstecken kann, weil mir das am meisten Spaß macht. Aber ja, du hast recht, das ist auf jeden Fall ein Trademark geworden, so zu einem bestimmten Teil, und das ist, geben wir auch nicht so leichtfertig auf jeden Fall. Das sollte man schon nutzen, ja. Es ist ja in Anbetracht der Tatsache, dass viele Leute, nicht viele, aber die meisten Menschen, die Musik als Teppich erachten und in vorderster Front den Menschen wahrnehmen, der die Inhalte performt, ja viel mehr Milli Dance als jemals zuvor durch die Abwanderung von Admiral Adonis. Ja. Administrator Adonis, ja. genau. Also von daher, genau, wollte ich jetzt nicht die Arbeit im Hintergrund, kann ich es ja auch nicht nennen, die Arbeit auf klanglicher Seite nicht irgendwie wegretuschieren, aber du weißt, was ich meine, oder? Also es ist in der Griffigkeit für die Leute, glaube ich, schon mehr Milli Dance als jemals zuvor. Das schon, aber das ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht so, als wäre das vorher großartig doll anders wahrgenommen worden. Ganz oft ist es so, dass die Leute teilweise die Stimmen nicht unterscheiden konnten, nicht zuordnen konnten, wer es wäre. Oder, ne, oder stimmt, das ging mir schon bei Carlo Cuxnutten so damals. Ja, so. Naja. Der beste Album. Teilweise, wie gesagt, die Leute, und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass sich da, ne, wer interessiert sich schon für einen toten Produzenten? Das ist beim Leben dann auch nicht viel besser. Nee, aber es ist doch voll okay und ich weiß nicht, da kommt genug Feedback, wo Leute sagen, ey, wow, und Mucke, und vor allen Dingen am schönsten ist eigentlich immer der Spruch, ich höre ja sonst kein Rap, aber. Das ist so ein ganz typischer Spruch, den wir sehr, sehr häufig hören. Ein Spruch, den ich auch gut finde, ist, ach so, du bist nur der Produzent. Ja. Gab's das nicht auch? Das ist auch geil. Ja. Aber irgendwie, das ist der Typ, der irgendwie den Großteil oder einen guten Teil der Beats gemacht hat und am Ende auch immer für Soundbild verantwortlich ist, weil er auch die Sachen, die Dreckskizzen, die Dub Dylan abgibt, auch nochmal glatt zieht irgendwie und halt das live auch noch mischt. Und das ist so, ey, ohne den Typen wäre halt gar nichts. Dann finde ich manchmal so, ja, nur der Produzent. Aber ich glaube, so richtig, dann gibt es auch so richtige Freaks, die halt so das total im Blick haben, was so eine Person ausmacht. Also ich habe halt gar keinen Bock, einen Rechner zu bedienen, er schon ist. Ja, es gibt so diese Nerd, diese Liebhaberriege, was ich lustig finde, weil in Deutschland irgendwie der Frontmann so brisant ist, ja. Wenn du dir jetzt aber so ein Label wie zum Beispiel Vinyl Digital anguckst, die verdienen 90% ihrer Einnahmen mit der Arbeit von Produzenten, die, ja, da sie eben lingual nicht abhängig davon sind, die Releases über weltweite Playlisten einfach so krass abrollen. Und da hat nominell ein Produzent auch mehr Möglichkeiten, überhaupt Kohle zu verdienen. Ja? Das ist auch ein interessantes Thema, das hatte ich damals zu dem SK, Grüße, hat irgendwo so ein Ding mal gepostet, wo einer meinte, der hat so einmal den Song von ihm gesehen mit Stimme und einmal die Aufrufe bei Spotify nur als Instrumental. Und der hat geschrieben, wie arm und traurig muss es für einen Rapper sein, wenn das Instrumental so viel mehr Kohle bringt als andere. Ja. Und ich habe das erst gar nicht gepeilt und er hat sich super lustig gemacht. Dann meinte er nur so, Mann, diese Instrumental-Sachen gehen halt international. So. Ja. Deswegen, eigentlich müssten wir unsere Instrumentals auch nochmal einstellen bei Spotify. Das generiert nämlich richtig Kohle.
Teilweise, also nicht, will nicht sagen, also die Produzenten, die machen halt sau viel Arbeit und kriegen dafür, glaube ich, teilweise sehr viel weniger Geld als Künstler, weil sie halt diese, oder als oh Gott, als Künstler. Ihr seid auch Künstler. Als performende. Unterschwelliges Wording. Oh Gott, ja. Niemand arbeitet mehr mit mir. Die haben natürlich, ich glaube, teilweise dann auch so, was das Live-Game betrifft, viel weniger Aufmerksamkeit, noch weniger Verdienstmöglichkeiten. Wir haben eine gute Kehrtwende, glaube ich, inzwischen, weil Produzenten auch verstehen, sich anders zu inszenieren. Manche wollen das auch, manche wollen das eben nicht. Wie ist so deine Meinung dazu? Ich hatte das Gefühl, es hat gerade in dir gebrannt. Ja, nö, ich habe so überlegt, weil auch diese, ne, mir ist das egal, ob das viel gespielt wird oder sowas. Also es macht halt sehr, sehr viel Spaß, mit Milli Dance Rap aufzunehmen. Das ist der Grund, warum ich es mache. Und mittlerweile ist es halt auch noch super dankbar, weil ich aufstehen kann, wann ich will und mir keine Sorgen ums Miete zahlen machen muss. Und damit ist alles getan. Also ich will damit nicht reich werden. So, wenn ich einen Taui im Monat habe, kann ich damit wunderbar leben und mache bis ins Ende der Steinzeit einfach nur Mucke. Fertig. Mehr will ich nicht. Also, so, aber ich will mich da weder inszenieren noch Geld mitverdienen. Also von dem Taui nochmal die Miete abgezogen. Ein Taui im Monat, nur so haben wir auch nicht. Ich glaube, wir brauchen uns bei euch keine Sorgen machen, dass ihr zeitnah eure Kontoauszüge postet. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber ich habe gehört, sowas gibt es. Er hat gar kein Konto. Ich bin der einzige Rapper, der seine Adresse im Internet veröffentlicht. Okay. Ich habe jetzt schon so zwei, drei Momente, die ich gerne als Trailer nutzen möchte für das Gespräch. Ja. Wo wir ursprünglich gerade thematisch gewesen sind, ihr habt, wir haben so ein bisschen über die Klientel hier gesprochen und es ist auch sehr adäquat, finde ich, dass ihr in Konnewitz spielt. Hier haben wir auch eine gewisse Deckungsgleichheit zu inhaltlichen Komponenten des letzten Albums vor 4, 5 Tagen oder so. Hier wird um die Ecke ein wunderschöner Gentrifizierungsbau errichtet, haben zwei Männer eine Frau, eine 34-jährige Mitarbeiterin des Immobilienunternehmens verfolgt und sie in ihrer Wohnung zusammengeschlagen. Und es spitzt sich hier im Viertel halt auch echt krass zu, gerade so. Die alteingesessenen Menschen hier oder, sage ich mal, sehr alternativ geprägten Menschen begegnen der kapitalistischen Gewalt mit physischer Gewalt, was nachvollziehbar ist. Und da haben wir schon wieder diese Mehrschwelligkeit, die du auch angesprochen hast, ja, die sich auch in eurem Klientel manifestiert und die sich auch in Songs wie Ich werde mich verteidigen oder so partiell so ein bisschen widerspiegelt. Ja? Also die Frage ist, wie lautet die nicht einsilbige Antwort dieser großen Schere, die ja weder hier noch woanders entsteht? Meinst du, Musik kann das partiell positiv tangieren, beeinflussen, anreichern? Ich glaube, Musik kann das wiedergeben und ich habe das, meinen Blick darauf, wie viel kann Musik machen, keine Ahnung. Also wir können Musik machen. Ich würde immer sagen, ich nehme auf gar keinen Fall raus oder würde nie so weit gehen zu sagen, Musik wird auf jeden Fall alles verändern. Musik kann das halt begleiten und dann wird es im besten Fall ein Soundtrack dazu und vielleicht so, also weißt du, du findest in meinen Texten auch kein ACAB mehr oder so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie diese Parole total verwerflich finde. Auch wenn ich sage, sie spiegelt natürlich nicht krass die Realität wider. Sie ist ein Ausdruck von Verzweiflung und von Wut. Und da diskutiere ich nicht drüber, ob das jetzt adäquat ist oder nicht. So. Aber es geht mir auch darum, also du hast Ich werde mich verteidigen angesprochen. Das ist halt ein sehr eindeutiger Song und nimmt ganz klar auf rechte Gewalt Bezug und auf Einschnitte von Freiheitsrechten und so weiter. Und es geht konkret um körperliche Bedrohung. Und vor 10 Jahren hätte ich den auch wahrscheinlich anders geschrieben. So mit dieses Ich werde mich verteidigen ist ja schon, ich sage das auch, ich bin auch nicht mutiger als andere und ich nehme mich aus nichts raus. Ich hätte wahrscheinlich vor 10 Jahren eher geschrieben, hau euch alle auf die Fresse. Aber das ist mir auch zu einfach. Ich will da schon irgendwie auch Ambivalenzen drin haben, zumindest leichte bei sowas und irgendwie dann darstellen, worum es mir dabei geht. Mir geht es nicht um eine Fetischisierung von Gewalt oder sonst was. Wir rufen auch nicht zur Gewalt auf, aber eben dazu, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen in allen Formen, weil es ein vielleicht der entscheidende gesellschaftlich prägende Faktor ist. Das müssen wir, also einer der großen prägenden Faktoren ist halt Gewalt, in welchen Formen auch immer. Und darum geht es da eigentlich. Aber genau, du fragst nach nicht einsilbigen Antworten. Und genau, das sind sie dann auch nicht. Das ist, ich finde es auf jeden Fall falsch, eine Immobilienmaklerin zusammenzuschlagen, weil das irgendwie natürlich auch zu kurz greift. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ist verständlich, also die Gewalt an sich meinst du, glaube ich, auch, finde ich nicht verständlich, aber ich verstehe, wie es dazu kommt. So.
denke, das ist eigentlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn man, also wenn wirklich, okay, was machen? Es ist die letzte Möglichkeit, die man hat und vor allen Dingen halt auch das letzte Mittel derjenigen, die so, die nicht nur gehört, naja, also die nicht gehört werden sollen teilweise. Die dieser kapitalistischen Gewalt auch nicht begegnen können. Ja, und die einfach auch keine Plattform und keine Lobby haben, keine Möglichkeit sozusagen in irgendeiner Form sich gegen diese Vorgänge zu wehren. Und genau dann kommt man zu solchen einfachen Antworten, nämlich okay, wenn sie Angst haben müssen, sozusagen abends nach Hause zu gehen, dann überdecken sie vielleicht auch die Entscheidungen, die sie in ihrem beruflichen Alltag treffen und erst dann tritt der Wandel ein. Also für mich ist das wirklich die, es ist eine hilflose Reaktion, weil man es nicht mehr, weil man nicht weiß, was man anderes noch tun soll. Ja, ich will dazu nur einmal klatschen. Natürlich, genau, also das total, was er gesagt hat, nur ganz klar, sehen es jetzt nicht als legitimes Mittel oder so. Ich finde nur, man sollte das so bei allem, bei Gewalt, ey, lass uns analysieren, wie es dazu kommt. Brauchen nicht drüber diskutieren, dass diese Frau auch irgendwie in den Zahnrädern steckt und halt irgendwie, das ist ja das Perfide daran, dass niemand irgendwie einem kapitalistischen Alltag und marktwirtschaftlichen Mechanismen entkommt. So, klar kann sie entscheiden, sowas nicht zu machen. Kann man noch drüber diskutieren, dass man immer noch in hier auch irgendwie Spielräume hat, ne? Also ja, aber die hatten kurz für selber zitieren, ja. Wir sind alle nur Befehlsempfänger, aber frei genug und oder noch frei genug, um zu verweigern. So, ja. Das finde ich das schon, dass man da auch Spielräume hat, aber dennoch finde ich es auch nicht die Antwort, diese Person zusammenzuschlagen. So. Du, und die Attentäter, da sind wir wieder so bei moralischer Einwandfreiheit, kaufen vielleicht auch ihre Konsumgüter bei Rewe, bei Konzernen ein und. Aber was du hast zwei Sachen gesagt. Ja, sonst? Wo willst du das denn sonst einkaufen? Genau. Ja, aber du hast zwei Sachen gesagt. Zum einen deine ersten drei Sätze auf meine letzte Frage. Ich denke, du selber in deiner Intention oder ihr in eurer Intention seht euch nicht als Missionierer, aber es kann potenziell positive Gedanken lostreten. Es kann für mich signifikant verändern, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich denke, die Botschaft, die ihr sendet, maßt sich nicht an, das zum Ziel zu haben. Ja, ich finde auch gerade dann in so Räumen, wo wir spielen, irgendwie, weißt du, was von Trademark gesprochen, allen ist klar, wo sie hingehen, wenn sie zu Waving the Guns gehen. Ja. So. Und das glaube ich, neulich im T.S. Ullmann-Interview, wo er meinte, Mann, wenn ich vor 500 Leuten in Nürnberg oder was auch immer spiele, die sind alle schon irgendwie links. Ich brauche jetzt hier auch nicht nochmal einen großen politischen Monolog halten, das mache ich jetzt hier nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schlau, deswegen finde ich auch so bei Konzerten hier, ey, ich kann verstehen, dass man dann Alerta Antifaschista brüllen will, dass sowas Kraft gibt, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen nicht albern, aber manchmal ein bisschen unnötig, weil man macht es halt doch dann für sich selber und das braucht man auch mal. Manchmal ist halt krass daneben. Also wenn ich irgendeine Ansage mache oder es geht um was ganz anderes, dann forderst du einen Track, der dich in deinem Antifa-Scheiß, ich weiß aber, in deinem Habitus irgendwie bestätigen soll. Und das finde ich auch ein bisschen respektlos künstlerisch. Ich gehe dann aber auch eher den Weg, dass ich sage so, was kann ich denn aus meiner Sicht, was finde ich denn wertvoll den Leuten, die hier sind, die schon eine vernünftige Grundeinstellung haben, zu sagen. Und deswegen spiele ich sowas wie, ich werde mich verteidigen, so, weil ich denke, ja, weiß aber auch nicht, ob die Leute so wirklich verstanden haben, dass so ein Selbstschutz und Selbstverteidigungsgedanke absolut notwendig ist oder dass man das dann auch irgendwie versuchen muss, für sich zu etablieren und irgendwie so Strukturen zu schaffen, denen das funktioniert. Sowas sage ich dann so. Aber da geht es vor allem auch um eine Patronus für dich selber, so habe ich das interpretiert. Ja, es ist halt auch ein Ausdruck von Trotz und irgendwie genau auch sich selber so Mut machen, auch mit dem Song. Also ich habe den aus einer ganz bestimmten Situation und Empfindung rausgeschrieben und ja, scheiß drauf. Also es ist so einer Scheiß drauf, wenn alles untergeht, dann irgendwie noch stehend, so also ein bisschen mit einem Pathos. Aber das habe ich in dem Augenblick auch so gefühlt, das ist auch okay, finde ich. Da steckt eine der stärksten Lines für mich dieses Jahr drin. Ich glaube, da sagst du in dem Song, sie verbreiten die mehr, das gegen die Scheiße zu sein, das gleiche wie die Scheiße wäre. Und das hat letztendlich auch zu der Verbindung geführt, die ich jetzt in dem Sachverhalt gerade verbalisiert habe. Und zwar die Tatsache, dass die Menschen nicht in der Lage zu einem Diskurs sind, der die Gewalten individuell behandelt und die Verzahnung dieser verschiedenen Gewalten ineinander differenziert. Das ist eigentlich so das größte Problem. Und ja, die klassische Hufeisen-Extremismus-Geschichte, ja. Ne? Eigentlich. Aber trotzdem, fasziniert dich das noch? Ja. Dass es immer wieder passiert? Ja, es fasziniert mich und frustriert mich. Ja, also es ist ja auch so, bei so Sachen, Alter, irgendwie so Forschung zu, wie so Ganggewalt entsteht, ne? Oder so, keine Ahnung, wie marginalisierte, ghettoisierte Minderheiten oder Bevölkerungsgruppen, so wie einfach entsteht, dass Leute in bestimmten Lebenslagen kriminell werden. So diese Forschung dazu gibt es irgendwie, es gibt
glaube ich, so sozialwissenschaftliche Analysen aus New York oder so, von aus den 20ern oder noch früher, das ist halt alles schon ein Jahrhundert bekannt. So. Das ist so Erkenntnisse, wie einfach so eine Abläufe sind und dass das nichts mit damit zu tun hat, welcher Gruppe du angehörst, sondern wie diese Umstände sind, das alles klar und auch wie Gewaltdynamiken sind. Und es ist vielleicht zu komplex dann für eine politische Öffentlichkeit. Klar, es ist schwieriger, sowas in der Rede darzustellen und auch viel schwieriger zu verstehen, als zu sagen, ja, die sind halt kacke, lass mal gegen die sein. Das macht es ja auch dann einer vernünftigen, progressiven, linken Herangehensweise schwierig. So. Das ist ja auch, merkst du, beim Thema EU oder so. Ich bin ja auch kein großer, also ich bin Fan oder finde den Gedanken gut einer Staatengemeinschaft, weil es irgendwie noch was Internationalistisches hat. Eine Friedensunion, aber ja. diese Wirtschaftsperspektive finde ich total ein Bullshit. Ja, genau, das sind halt die zwei Ebenen. Ich finde den Gedanken gut, ich finde aber, wenn es irgendwie neoliberal geprägt ist und das hat dann nichts mit Solidarität zu tun und dann kommen halt die Euro-Gegner und nehmen eigentlich das ein, was man einnehmen müsste, aber halt rechts geprägt und das macht total schwierig, weil die sehr viel einfacher sagen können, finde ich. Alles kacke, wir werden in unseren nationalen Rechten beschritten und wir sagen müssen, ja, ist alles kacke, die Grundstruktur und die Idee ist trotzdem gut, es muss unter ganz anderen Vorzeichen sein, aber es kriegst du natürlich viel, viel schwieriger vermittelt. Oder auch, wenn du das mit einer linken Position machst, kommst du irgendwie dann trotzdem populistisch rüber, weil wenn du Leute erreichen willst, musst du sagen dann, die Reichen haben alles und weil ist natürlich schwieriger zu sagen, marktwirtschaftliche Mechanismen fördern irgendwelche Eliten zustande und die sind nicht da, weil die immer da waren und das ist eine Elite, die alles steuert, sondern das ist hochkomplex. Ja, das kriegst du auf jeden Fall nicht irgendwie auf dem Wahlplakat. Nicht wirklich, ja, genau. Aber das sind ja auch wirklich 1000 Habitate, die so nebeneinander, übereinander existieren. Und meine große Frage der letzten 1-2 Jahre, die ich mir stelle, auch in meinem eigenen Duktus, ist, wie begegne ich solchen Menschen? Wie kann ich empathisch für seine Lebenssituation selber und keine Ahnung, beispielsweise der ist 45 und kommt aus dem Mansfelder Land. Das ist immer so mein Lieblingsbereich, weil da treffe ich teilweise manchmal die schlimmsten Exemplare dieser Zunft. Eisfeld oder was ist das? Eisleben. Eisleben, okay. Aber so, da geht das los. Mansfelder Land ist zum Beispiel Elzerglanz. Die kommen aus und machen sich da auch sehr viel drüber lustig. Ja. Wie schaffe ich es, in einem 30-minütigen Gespräch 45 Jahre Fundament, nicht zu stürzen, ja, aber positiv anzureichern. Ich hatte genau die Frage schon mal gestellt bekommen. Das ist vor Grüße an Kuso vor ein paar Tagen passiert und da sollte ich dann auch genauso eine ähnliche Frage beantworten und ich habe gesagt, dass es am einfachsten wäre, wenn dazwischen eine Generation Pause wäre, weil du diese Vorbelastung bekommst du halt nicht raus und du bekommst auch die Lebenserfahrungen und auch die, sag ich mal, Entscheidungen und die Weltanschauung, die sich daraus geprägt hat, was für Erfahrungen diese Leute gesammelt haben oder was für Erlebnisse sie hatten, welche Schlussfolgerungen sie daraus gezogen haben, kriegst du halt nicht raus. Das schaffst du nicht. Was willst du da machen? Soll ich die jetzt in Umerziehungslager stecken? So, also das funktioniert halt nicht. Und ich kann auch nicht von jedem verlangen, dass er irgendwie jetzt ab jetzt jede Woche ein Buch so und so zu lesen hat oder mir zu sagen hat, welche 3 Zeitungsartikel er gelesen hat. So, und das ist auch alles Erziehung. Das will ich gar nicht. Also ich will niemandem vorschreiben müssen, dass er was zu lesen hat, damit er nicht den ganzen Tag totale Scheiße denkt und sagt. Sondern das muss halt von innen kommen. Und wie man das hinkriegt, ja, keine Ahnung, können wir bei der Bildungspolitik anfangen, dann können wir einfach vielleicht da anfangen, wie man aufwächst generell und aber dann... Ich denke, ein positives Beispiel sein, weil niemand will missioniert werden und das Einzige, da adaptiere ich immer auf mich. Ich habe kein exemplarisches Vorbild, ich erkenne Verhaltensmechanismen von anderen Menschen, die mich beeindrucken, gerade wenn es um Empathie geht und die ich mir zum Vorbild nehmen will. Deswegen ist, glaube ich, der einzige Weg und da muss man sich viel bremsen, weil es fördert eigentlich Aggression zutage, wenn sobald es xenophob wird, wie kann ich trotzdem empathisch sein? Ja, das Ja, ich hätte da auch genau da angesetzt, was du gesagt hast, finde ich ziemlich gut und was Dr. Damage auch gesagt hat. Also genau dieses ein Gespräch alleine macht es halt nicht, sondern du musst die Leute mit kranker körperlicher Gewalt zur Vernunft, nein. Du musst so ein Gespräch, also es ist natürlich besser, das Gespräch zu führen als nicht und so, aber du musst dann halt schon so da reingehen, dass du sagst, okay, ich höre dich, ich verstehe dich, aber bis zum gewissen Grad geht es auch nur, ne, wenn das ein überzeugter NSler und Faschister, was willst du da machen? Aber so ansonsten genau das, was du sagst, dieses Vorleben und du kriegst es halt auch von außen nicht einfach so hin, du musst halt vor Ort sein, du musst in den Feuerwehren sein, du musst da die Struktur machen und einfach so was Solidarisches vorleben und das, was die Leute ja wahrscheinlich meistens erleben, ist halt Abstiegsangst und na klar, also so auch so ein
Einfall von Kapitalismus, der natürlich mit der Wende passiert ist. So, dass natürlich war das kein lockerer Transformationsprozess oder eine Reformation von DDR-Strukturen, so, sondern es war halt ganz schnell, haben die Leute erfahren und dann unter SPD-Regierung noch schlimmer, so durch die Agenda 2010, durch Hartz-IV-Gesetze und so weiter, dass du halt, ja, du musst dich halt durchsetzen, jeder ist für sich verantwortlich so ein bisschen. Das ist natürlich was ganz starkes gesellschaftliches Narrativ gewesen ist. Und das ist nicht allein für alles erklärbar. Du hast natürlich auch einfach einen völkischen Rassismus, der auch da ist, aber der sowas auf jeden Fall total verstärkt. So. Und das ist halt dieses, ja, dieses, das merkst du ja, so, wenn Politiker sich öffentlich rausnehmen, gegen Minderheiten zu hetzen, hat das im öffentlichen Diskurs, fühlen sich Leute ganz schnell dazu berufen und sehen das als normal an. So. Und ja, ich glaube, sowas wie damals der Aufstand der Anständigen, was ja auch von der gleichen SPD-Regierung gemacht wurde, das ist ja trotzdem auch bei aller Sozialdemokraten, was weiß ich, trotzdem im Vergleich zu, dass sie jetzt sehen, etwas Positives, irgendwie eine wie auch immer geartete Form von staatlichem Antifaschismus auszurufen, sodass eine Grenze, das geht nicht, und mit so Förderprojekten. Ich denke, dass sowas schon auch was Positives bewirkt hat, ohne das jetzt krass zu glorifizieren. So. Die wirklich immer da waren, sind halt Antifa-Aktivisten, Leute, die sich antirassistisch dem entgegenstellen und halt das jeden Tag machen und nicht nur irgendwie mal so ein Lippenbekenntnis. Ich werde jetzt hier nicht die SPD-Administration irgendwie hochleben lassen, aber im Vergleich, das ist ja etwas, was ich mir heute einfach auch wünschen würde. So. Ja, und das natürlich, das ist die Gesamtheit aus allem dann. Und man selber kann eigentlich nur, ich habe das so beruflich mit Leuten zu tun gehabt, wo ich wahrscheinlich 5 Jahre vorher gesagt habe, mit dir rede ich nie. Und wenn du dir dann anhörst, wo die Leute herkommen und wie, und dann kannst du nur sagen, ja, und hier bei euch ist jetzt okay, ist irgendwie Rechts- und Nazi-Sein schon eine Alltagskultur. Das gehört bei euch dazu, auch wenn ihr jetzt keine krassen Nazis seid, trotzdem habt ihr eine krasse Offenheit und es ist für euch normal. Und wie kommt es dazu? Und so, da kann, also es ist tatsächlich dieses, du musst da sein. So in ein Plattenbaugebiet auf dem platten Land zu fahren und den Leuten zu sagen, hier, ihr seid alle Rassisten. Ja, erstens widerspiegelt es nicht die krasse Realität, die da ist, so, oder die Komplexität, die da ist. Und zweitens erreichst du rein taktisch damit nichts. So. Ja, die Komplexität, die ergibt sich ja aus der Überlagerung. Wenn du sagst, es gab schon vor 100 Jahren Abhandlungen, die genau den Mechanismus sehr tiefenpsychologisch gut dargestellt haben. Ja, psychologisch auch. Genau, beides, wahrscheinlich alles, wahrscheinlich auch anthropologisch, wie auch immer, auf jeden Fall. Interdisziplinär. ich glaube, ich lasse das von Duden finanzieren, das Interview. Bertelsmann-Stiftung. Genau, dann, also ich meine, gut, es gab ja auch das, was du angesprochen hast, einen Adorno, der vor 50 Jahren schon geschrieben hat, dass das Proletariat die größte Angst vor der Deklassierung durch Migration irgendwie hat. Ja? Und genau das Gleiche passiert ja heutzutage auch wieder. Ja? Was mir so auf den Nerv geht, ich fühle mich jetzt mit Anfang 30 irgendwie auf Betriebstemperatur. Vielleicht denkt man das mit Anfang 20 im Vergleich zu seinem 10-jährigen Ich auch, ja. Ist halt einfach diese Wiederholung, diese Bedeutungslosigkeit, die das Ganze eigentlich hat. Ja. Bedeutungslos wird es ja nicht dadurch, dass, also es ist ja normal, natürlich musst du es jedem immer wieder neu erklären. Und natürlich ist das hatte ich gerade auch von einer Person, die in Berlin lebt und aus der Nähe von Nürnberg kommt, gesagt bekommen, dass sie genau deswegen in Berlin lebt, weil sie das möchte, weil es sie auch befreit und von vielen Zwängen und von vielen Problemen, die sie in ihrem Leben gar nicht beackern will und auch nicht immer wieder neu beackern will, fernhält, weil sie eben in dieser Blase lebt und weil sie in Berlin nicht jedes Mal darüber rumdiskutieren muss, warum sich da jetzt 2 Männer küssen und das nochmal neu erklären muss, dass es okay ist oder ja, sowas zum Beispiel. Warum machen die das? Die beiden Männer? Ist das so in Berlin? Die erlauben sich da einiges von. Was du da auf der Straße zu sehen kriegst. Spätrömisch dekadent. Das hat es früher nicht gegeben. Nicht öffentlich. Barbara Schöneberger findet das auch nicht gut, wenn ihr es mitbekommen habt. Was? Nein. Die hat, was hat sie gesagt? Die hat so einen richtigen... Männer, bitte nicht schminken. Schmiert euch nichts ins Gesicht. Könnte denken, ihr seid schwul oder was sie gesagt hat. Nein, das hat sie nicht gesagt. Ich war, aber sie hat, ja. Sie hat wahrscheinlich, hat sie auch so schwule Freunde und so, aber sie hat, ich wollte ja auch gar nicht das Mikro wegnehmen, Alter. Aber ich fand's gut. Es hat irgendwie so Bedeutungsträchtigkeit gehabt. Ziemlich dumm halt gesagt, dass Männer sich bloß nicht schminken sollen. Ich meine,
die gute Dame. Sie hat Angst, ihre Weiblichkeit zu verlieren. Ich glaube, die gute Dame hat immer gesagt, Mann, moderiert ihr nicht den scheiß Eurovision Songcast und das sind da nicht alle Typen geschminkt, Alter? So, was ist los mit dir? Ist doch jetzt nicht Fußball nicht mehr der wichtigste Sport. So, also das verstehe ich immer nicht, warum Leute, die damit nichts zu tun haben, so riesendoll Angst davor haben, dass andere Leute, die irgendetwas machen, das sie überhaupt nicht betrifft. So, was hat sie sich denn einzumischen? Das ist passiert überall, in allen Bereichen. Leute verketten Dinge miteinander, die einfach, also worauf resultiert die Angst? Woraus ist das nur was Biochemisches? Muss jemand vor irgendwas Angst haben? Wovor hast du Angst? Hatte ich heute Morgen ein Liebesgespräch. Ich glaube, ich habe vor einigen Sachen Angst, aber ich glaube, meine tatsächlich grundsätzliche Angst ist es, irgendwann alt und einsam zu sein. Und Faschismus. Tatsächlich, ja, Faschismus. Ich weiß nicht, also weißt du, vielleicht mit Bedeutungslosigkeit meine ich, wenn du dir so ein bisschen versuchst herzuleiten, worauf diese Angst basiert. Ja? Ich meine, ich bin seit anderthalb Jahren Vater, die größte Angst, die ich habe, ist, dass mein Kind stirbt. Ja? So viele Krankheiten, wie das am Anfang so durchläuft. Aber ich habe Angst, dass ich eins bekomme. So unterschiedlich können Lebensrealitäten sein, aber ich wollte jetzt auch deine sehr reale und ernstzunehmende Angst auch nicht bagatellisieren. Ich wollte nur um jeden Preis eine Punchline machen. Das ist ja die Frage, die daraus resultierten Verantwortlichkeiten machen dir Angst oder die daraus resultierenden Ängste? Verantwortlichkeiten. Okay. Ja. Gut, so tust du mir dein... Ich habe Angst, einsam zu sein und verantwortlich. gut, so tourst du quasi mit deinen kreativen Kindern durchs Land und lachst dir diverse... Am Ende betrachte ich alle unsere Fans. Meine Kinder. Als Kinder, ja. Als Zöglinge. Nee, ich meinte eigentlich deine Werke. Wie ist es oder wie konspirativ war es eigentlich mit jemandem, der dir meiner Meinung nach verbal auf sehr starke Augenhöhe begegnet, mit Pöbel ein gemeinsames Album zu machen, was übrigens sehr großartig geworden ist. Er hat viel von mir gelernt. Nee. Es war gut, weil wir kennen uns ja auch schon lange und Dr. Der Mensch zum Beispiel hat, die haben ja schon in ihrer Jugend zusammen Musik gemacht und es war eigentlich nicht schwierig. Also es ist eher so, was ich interessant fand, ist halt und die Erfahrung mit jemand anderem zusammen, der auch ein sehr starkes Ego ist und dann da so die Dynamiken. Also ich habe mich schon dann auch so, ich kann das dann ja auch so Teamplayer-mäßig dazu muss die Dynamik, dazu muss aber auch jemand wie Pöbel kommen bei Texten, dass ich mich da auch zurücknehme und das war so auch schon auch ein sehr starkes Ausloten von so Alpha, jeder schreibt für sich, weißt du, und dann macht man was zusammen und ja, aber ich konnte mich da eben auch mal gut zurücklehnen, so, weil halt viele Sachen musste ich mich dann auch gar nicht kümmern und das war eine Herausforderung, aber ich glaube, wir haben da eine sehr gute Mischung hinbekommen, so. Ja. Was war für dich so der einprägsamste Kompromiss? Und erste Frage, zweite kommt. Das kann ich sogar. Ich glaube einfach so Sachen wie da auch die Songbearbeitung so zu überlassen und so konkret könnte ich es gar nicht sagen. Das ist einfach dieser ganze Bearbeitungsprozess, der halt ein anderer ist, als ich stehe bei Dr. Damage irgendwie und sage, jetzt nehmen wir das auf, jetzt das. Wobei wir mittlerweile auch noch ein stärkeres, hey, mach das mal so, wie ist es damit und so. Das ist schon mehr hin und her gespielt als früher, wo man angekommen ist. Jetzt entwickeln wir da auch irgendwie aus meinen Texten dann zusammen mit den Beats mehr. Weiß ich nicht. Ein grober Kompromiss zum Beispiel einfach diese ganze Bühnenaufteilung, was ich aber sehr, sehr genossen habe, so mich da so zurücknehmen zu können und einfach jemand zu haben, wo weiß, Alter, kann hier auch alles alleine machen. Das war eine ganz geile Teamerfahrung, also möchte ich definitiv nicht missen und halt nochmal eine, ich glaube einfach nochmal eine andere Energie auch in die Shows reingekommen. Wir sind ja jetzt, bin ich auch dazu umgestiegen, einfach dann zwei Backup-Rapper mitzuhaben, MDMH und Dolos Directo, mit denen Dr. Damage auch Musik macht, was auch einfach, ich kann halt auf der Bühne anders mit der Stimme arbeiten, ne? Ist ein bisschen brachialer und irgendwie merkt man das auch. Ja, mich hat eigentlich die größte Divergenz zwischen der WTG und der Feature-Album-Arbeitsweise interessiert. Ja, es ist schon die Arbeitsweise, dass bei WTG ich einfach die Songs in meinem Kopf konzipiere und mir halt die Sachen von den anderen digge und da war es dann tatsächlich so, was wollen wir eigentlich genau machen, welche Beats finden wir gut und dann
Ich glaube, den Beat von Abgesang zum Beispiel hätte Pöbel nie genommen. So, da habe ich gesagt, okay. Und andere Sachen, so, ich mache ja selten auch so Abtempo-Nummern wie dieses so. Nee, das war ja eher ein Down, also war ja so trappig, genau. Ja. Ich da auch zum. Das, nee, aber das haben wir tatsächlich beide gut gefeiert. Ja. Nee, wie heißt es? Wie heißt denn der Scheiß-Song, der so schnell ist? Kulturkrieg, nichts mehr. Wer ist der Boss? Wer ist, wer ist der Boss? Ach Mann. Ja, ein schnellerer Beat halt. Hätte ich so wahrscheinlich nicht genommen. So, und so hat es dann geklappt. Auch hier Pöbel und Dance. Nehmen wir Pöbel und Dance, der ist ja auch so. Wobei wir den Beat gleich von Anfang an geil fanden. Aber einfach so die Herangehensweise im Sinne von zwei Leute, die schreiben so. Und ja, man kommt halt, muss halt sehr viel mehr Kompromisse machen. Auch textlich oder wohin der Song dann geht. Wenn ich eine Hook schreibe und ich sage, die ist gut, dann nehme ich die. Und da muss man dann gucken, nehmen wir die wirklich oder. Wie ist es denn bei zwei Beatmakern? Also Dub Dill und Dr. Damage, sind das immer zwei Handschriften in einem Instrumental oder in einem Gesamtprodukt oder läuft das sehr getrennt ab? Also, schwierig zu sagen. Ich gehe auch tatsächlich immer schon über die Sachen von Dub Dill rüber und produziere das aus, wenn man so will. Sprich, manchmal mache ich da noch eine Bassline zu oder ersetze die Drums oder dass das alles noch ein bisschen fetter kommt. Aber es ist mir schon wichtig, dass halt sein Stempel auch noch zu lesen ist und das funktioniert wohl auch ganz gut. Also es ist sehr, sehr oft, dass die Leute das von sich aus richtig zuordnen können. Gerade wenn die uns persönlich kennen oder wenn sie uns schon länger als Künstler kennen, sozusagen. Was gut, ich empfinde schon eine starke Homogenität. Also ich müsste mich da schon tiefer mit beschäftigen. Also vom Soundbild vielleicht generell, ja, aber so von den Feinheiten her gibt es das manchmal schon auch auszulesen und ansonsten, ja gut, das trägt vielleicht viel meine Handschrift, weil ich halt, ne, ja, weil ich das halt produziere und darüber aufnehmen muss. Das von Dub Dill, was dort ist, wird halt beibehalten und bildet dann quasi die Grundlage auch für den Track an und für sich, aber das, ja gut, dass ich beim Soundbild halt meinen Scheiß einfließen lasse, also ich kann es ja nicht anders mischen oder produzieren, als wie ich es immer tue. Das wird sich, glaube ich, auch, also es ist halt auch schwierig, man müsste dann tauschen die Position, dann müsste Dub Dill quasi das Produzieren mit Milli Dance zusammen aufnehmen und dann würde es vielleicht nochmal was anderes sein, aber ich finde halt diese Homogenität auch okay. Also so, das haben wir ja eigentlich am meisten am letzten Album gefeiert, es ist alles aus einem Guss, es wirkt halt wie ein komplettes durchkonzeptioniertes, ja, Kunstprodukt, wie man heute sagen würde. Okay. Und das wollten wir eigentlich auch irgendwann erreichen. Ja. Das habt ihr gut gemacht und das wäre auch nochmal eine weiterführende Frage gewesen. Wie schafft ihr Verbindungsstücke von thematischen, von einem thematischen Tenor zu dem Klang? Was passiert dir das, dass du speziell oder analog zu deinem Thema gerne du diesen Sound möchtest, du diese Stimmung, diese Geschwindigkeit möchtest und, oder bist du Pragmat? Sehr unterschiedlich. Also ich kann sagen, dass bei allen Sachen, so Dr. Damage hat jetzt viel geliefert, die dann auch eher diese Halftime-Sachen haben und die ich bei ihm sehr geil finde, weil er eine geile Mischung, also es klingt halt nicht automatisch krass wie Trap, sondern es hat so diese Elemente, was ich auch gut, also ich mag auch Trap-Sachen, aber es klingt immer noch nach Dr. Damage. So, es hat immer ein organisches Sample, dann wird es umgebaut, die Drums sind nicht alle standardmäßig 808 und das mag ich sehr gerne und dann so eine Beats, das fällt mir nicht so leicht dazu zu schreiben, muss ich mich auf jeden Fall ransetzen mit der Intention dazu zu schreiben, weil ich über, weiß ich nicht, 14 Jahre auf jeden Fall geprägt sind auf 90er BPM Beats zu machen und genau, das ist so, das ist für mich wirklich Arbeit, so das in diese Form zu bringen, das dauert dann auch immer, ich muss dann auch immer dann auffüllen, weil ich bin dann doch lieber ein Double-Time-Rapper oft und so, bei diesen Sachen, das gefällt mir besser, aber ja, dazu muss ich sehr schreiben und dann, manchmal habe ich dann Texte liegen, wo ich denke, das passt. Oft, aber wobei ich werde mich verteidigen, wusste ich schon, dass das irgendwas Getragenes sein sollte und ich hatte dann diesen Beat aber auch schon, also die liegen ja auch oft schon lange rum, so bei Das Privileg war auch klar, okay, das muss irgendwie was Abgehendes sein mit gleichzeitig einer leichten melancholischen Mischung, so ein bisschen, aber das, ich kann es gar nicht generalisieren, so. Ich bin das bei vielen Sachen auch, dass ich was schreibe, ist gerade neulich mal einen Song gemacht auf so einem ganz klassischen, boom-bappigen, positiven Beat und dann kommt Dr. Damage, nimmt das Vocal-Ding und macht so einen Turn auf so ein krasses, ja, eher was Moll, in Moll und was einfach, okay, das wird er. So, das ist viel, viel geiler, das trägt sich geiler. So, wie, das ist so ein Hin- und Her-Gespiele dann. So, auch das, oder das, was auch schon vorgekommen ist, Dub Dill liefert eine Grundlage. Dr. Damage hört das, weil er das oft hört und produziert und kommt dann mit, guck mal hier, das passt nicht ganz, aber wenn du die Melodie drauf liest, entsteht was ganz anderes. Also okay, und dann machen wir es nochmal. Das ist so viel rumgespielt, das kann halt auch komplett kippen. So. Aber im Grunde, ja, ich lasse mich da viel inspirieren. Die haben halt immer Ordner liegen und dann gucke ich.
Ja, ich finde, das ist eine wünschenswerte Entwicklung, wo wir jetzt auch vorhin schon so ein bisschen über die aktuelle Produzentensituation geredet haben. Diese inflationäre Nutzung von 808-Bässen und die Verbindung zu sehr analogen Produzenten, die, weiß nicht, zum Beispiel Funkvater Frank von OG Kimo, der Producer oder... Ja, das ist übelst geil. Ja, also diese Verbindung finde ich geil und ich fand es auch bei solchen Alben wie zum Beispiel bei Yesin oder bei Dexter, ich finde es einfach geil, wenn Leute, die aus diesem klassisch analogeren Gefilde kommen, sich da Anleihen nehmen und doch irgendwie was Eigenes schaffen und verstehe dann auch einfach dieses Gemecker bei dieser geilen Artenvielfalt, die sich gerade rauskristallisiert, nicht über eine Festgefahrenheit im Sound. Ja? Also empfinde ich nicht, wenn man in die richtigen Winkel guckt. Ja, eben. Also es ist, ja, natürlich gibt es diese Festgefahrenheit, aber wenn man sich halt wirklich immer nur irgendwelchen Kram reinzieht, der von dem einem gesagt wird, das ist populär, das hast du jetzt zu hören, das ist gerade das aktuelle Soundbild, dann ist es natürlich irgendwann eintönig, aber es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen dieses wirklich unendlich oft sich wiederholende Soundbild, diese Eintönigkeit und diese auch Einfallslosigkeit, die sozusagen ganz, ganz lange auch geduldet wurde bei den Leuten, wo man sich gefragt hat, wie kommt ihr damit durch? Fast Food. Ja, genau, wie geht das überhaupt so, ne? Und warum sehe ich bei euch 5 Leute mit Mic in Hand auf der Bühne und keiner rappt und es kommt alles vom Band, so, und ihr, warum nennt ihr das Live-Auftritt? Klar, da kann man dann anfangen, irgendwie sich zu ärgern und zu sagen, wir reißen uns so den Arsch auf. Funktioniert aber nicht so und die Entwicklung ist ja normal und funktioniert ja jetzt auch so, dass Leute dann anfangen, sich zwar an solchen Elementen zu bedienen, aber letzten Endes darf man ja auch nicht vergessen, dass gerade im Hip-Hop so man ja immer noch, wenn man über einen großen Teich guckt, man da kulturelle Vorbilder finden kann und da meistens halt auch Dinge ihren Anfang nehmen. Sozusagen. Und dieses Rumexperimentieren mit analogen Sounds im Downtempo-Bereich hat da halt schon ein bisschen längere Zeit stattgefunden. Ja, und da geht man dann halt so mit J. Cole-Mentalität ran und macht das halt, wenn man Samples mag, so wie ich. Ja, voll, ja, absolut. Man kann ja auf der anderen Seite genauso sagen, auch in meinem Freundeskreis, so, ne, auch gute Freunde, wo ich so. Die sind ja auch festgefahren, weißt du, wenn ich denen dann was vorspiele und würde ich denen jetzt. Tarek, KIZ, die neuen Sachen, wo ich auch 2 Anläufe gebraucht habe, weil bei mir manchmal auch so geht der Sound und das Autotune drauf, aber Alter, hör dir das mal an, hör dir erstmal 2-3 Mal an, wenn du dich halt gleich verstellst aufgrund eines Sounds, der dir halt nicht ist, und ich finde halt, man kann das auch sagen, dass einem das nicht so gefällt, aber ich finde so dieses, oh ja, nee, das ist dann nicht mehr das, muss ich auch sagen, ey, mich langweilt halt mittlerweile einfach klassischer Boom-Bap-Kram von dann und dann, ich kann das auch alles nicht mehr zum 1000 Mal hören und irgendwie machen andere Sachen da mehr mit mir. Ich meine nicht die Modus Mio-Playlist so, sondern halt tatsächlich Sachen, die was anderes machen, anders transportieren. Und das ist einfach so, dass genauso wie, wenn manchmal so einfach so ein klassischer 90er Boom-Bap-Sample-Track so mit einem klassisch gerappten Ding drauf, kann eine Energie erzeugen, die so ein Trap-Beat nicht erzeugen kann. Auf der anderen Seite kann nichts irgendwie die Leute so zum Abgehen bringen, gerade wie ein Trap-Song. So, das ist einfach also so auch Moshpit-mäßig Live-Action. Und ich finde, wir haben eine ganz gute Mischung. Wir haben halt viel klassische Sachen und trotzdem funktioniert das ziemlich gut, dass es abgeht. Und ja, da arbeiten wir ja auch dran, so dass man, da habe ich vom Pöbel auch viel mitgenommen, der dann auch schon in unserem Albumprozess meint, der will schon irgendwo dahin, das zu verbinden und irgendwie auch mal noch einen moderneren, knalligeren Sound noch drin zu haben. Und da arbeiten wir ja auch dran. Nicht ganz so offensiv wie Pöbel, der dann sehr viel auf Trap-Sachen setzt, die er für mich aber auch extrem gut auffüllt. Ich finde, der macht... Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, die eine Albuminfo geschrieben zu dem Ding, weil ich sehr begeistert davon war, meinte die Pöbelspots oder? Ja, so diese Ambivalenz da drin von dieses, du merkst, der kann halt rappen und hat diese Live-Energie, packt das auf Trap und macht, finde ich, das auf eine Art und Weise, die ich so von keinem höre. Ja. So. Und genau, das finde ich dann sehr geil. Und wir sind ja auch gerade dabei, dann zu sagen, okay, lass uns da dann mal wirklich auf dem 93 BPM-Beat mit doppelt so schnellen Hi-Hats arbeiten. Und Dr. Nemitz nimmt mittlerweile dann auch einfach so kleine Elemente rein, wo das Percussion-mäßig sich halt bei moderneren Einflüssen bedient. Und ich finde, da so sein eigenes zu finden oder auch so wie bei das Privileg halt tatsächlich so ein Halftime-Beat-Ding zu machen, aber schon soundmäßig sich halt nicht so komplett total woanders zu bedienen, sondern man bedient sich ja immer irgendwo, aber halt so die Sachen, die einen auch schon ein bisschen ausmachen, da einfließen zu lassen und das zu verweben, das finde ich eigentlich sehr erstrebenswert. Und na klar, gucken wir auch in, Alter, gucke ich irgendwie Auftritt von Rin bei online oder so und denke, boah, krass, da geht's krass ab, aber ich will trotzdem nicht der sein und ich will auch nicht den Sound machen, so. Trotzdem finde ich es erstrebenswert, wie das abgeht. So, weißt du? Und
Das heißt nicht, dass ich genau das Gleiche mache, aber ich gucke, wie kann ich eigentlich mit den Sachen, die mir gegeben sind, und das ist bei uns viel ein ganz anderer Stimmeinsatz, so mittlerweile auch mehr so getragene, auch gesungene Sachen, aber ich hoffe auf eine sehr eigene Art und Weise oder zumindest eine, die bei uns im Kontext dann eigen wird. Natürlich habe ich mich auch nur bedient, aber das hat man ja entwickelt auch, wie man dann das einsetzt, und geht schon auch darum, ne, wie mit neuen Mitteln oder mit unseren Mitteln, aber ein bisschen neu gesetzt, man noch ein bisschen mehr Effekt hinbekommt. So. Es ist irgendwie faszinierend, wie es keine Statik gibt, wenn ein geniales Musikstück zustande kommt. Ja, also weil du gerade Tarek als Beispiel gebracht hast, der wird auf seinem Album, jetzt ist da irgendwie das erste Interview zu erschienen, er hat krasse Sachen gemacht, einem Gospelchor, Instrumentalisten, sehr verkopft, hat sich sehr viele Meinungen eingeholt, was das angeht. So wirst du mir das vielleicht auch oder ihr mir das bestätigen können. Es gibt Songs, die denkt man 10-mal durch und geht auch 10-mal ran, und es gibt so Songs, die schreiben sich gefühlt von selber, und da findet teilweise auf mehreren Ebenen mehr statt als bei den verkopfteren Songs. Ja, das ist, ja. Ja. Ja, ich finde auch diese Herangehensweise, guck mal, wir waren ja früher auch so sehr so klassisch, geh ran, mach deinen 16er, und ich auch mit dem Anspruch früher noch, rap den auf jeden Fall durch und in einem Guss, das habe ich halt überhaupt nicht mehr. Ich weiß, dass ich das kann, aber ich weiß auch, dass ich, wenn ich das irgendwie anders mache oder auch mal Zeile für Zeile nur, dass ich andere Energieeffekte, energische Effekte irgendwie da reinbringe. Und ja, wir haben, glaube ich, so eine gute Mischung aus wirklich rankommen mit geschriebenen Zeilen und dann mittlerweile das auch verkopft irgendwie nochmal. Ich mache mir schon auch mehr Gedanken. Fand ich bei dem Pöbel-Ding übrigens gut. Ich bin da halt sehr unverkrampft dran gegangen. Und an meine eigenen Sachen bin ich dann noch, also bei meinem ganz eigenen so WDG, dann denke ich, oh, passt das dann so? Und das wäre auch scheißegal. Vielleicht sollen wir einfach mal ein Mixtape machen, wo man nur raushaut. Aber so viel Output habe ich dann auch gar nicht. Also machen wir wieder Alben. Ja, es ist ein dynamischer Prozess auch wie wir aufnehmen und so. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade, ich würde auch sagen, so jetzt seit dem letzten Album, ich glaube, wir hatten noch nie so eine gute Studiodynamik irgendwie, dass das läuft und jeder weiß, was der andere macht, und ich weiß, wann ich die Schnauze halten muss und er weiß, wann er mich machen lassen muss und so. Und genau, das ist auch einfach, ich stehe irgendwie in der Gesangskabine, er sitzt draußen und sagt, warte kurz, Bobo, willst du nochmal hören? Ja, bababab. Und das, ja, ist auch, wir haben jetzt auch so Prozesse, wo man dann sagt, okay, machen jetzt die ersten 4 Zeilen und feilen an denen, bis sie so klingen, wie ich das will, oder wie durch Zufall was entsteht, was mich mitnimmt. Das ist schon verkopfter und gleichzeitig eine unverkrampfte Herangehensweise an Rap ist halt ein, und ja, so eine gute Mischung. Ich mag, was bei rumkommt. Bisher habe ich nur das Medium-Album genießen dürfen. Heute Abend freue ich mich darauf, es akustisch zu hören. Ja, wir sind live sehr viel besser, auf jeden Fall. Ja, ich, sorry, also... wie gesagt, ich freue mich. Ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne, war super. Ja, vielen Dank. Danke, dass du nicht gefragt hast, was eine Demokratie aushalten können muss.